Der letzte Abend im Missencamp ist angebrochen. In der Hotellobby des Falkensteiner Hotels treffen sich die 18 Missen zum Sektempfang, um auf die letzten Tage anzustoßen und das Erlebte nochmal Revue passieren zu lassen. Gelernt? Hast du dich verändert in der Zeit? Ja, wir haben sehr viele Tipps bekommen, also von den Coaches. Und die haben mir echt also ans Herz genommen. Ich nehme ja nach Hause mit. Bist du jetzt irgendwie anders? Nein, also anders bin ich nicht. Ich bin noch immer dieselbe Doris, wie es davor war. Aber man nimmt einfach Sachen mit, wo man weiß, ja, bei der richtigen Wahl, wie man sich zu verhalten hat und was man besser machen kann. Also ich glaube schon, dass ich mich ein bisschen weiterentwickelt habe. Wir haben so viel gelernt und wir haben wirklich Tipps gekriegt, wo ich vorher noch nicht gewusst habe, dass ich das vielleicht falsch mache. Und deswegen glaube ich mich, dass ich mich weiterentwickelt habe. Verändert würde ich nicht sagen, aber ich bin in meinem Auftreten auf jeden Fall bedachter. War schon gut, oder? Ja, sehr gut. Ja, es war wirklich eine lustige Zeit. 3 Tage hat man gemeinsam gelacht, getanzt, hart trainiert und sich weiterentwickelt. Jede Herausforderung war ein neues Erlebnis, eine aufregende Erfahrung und ein großartiges Abenteuer. Jetzt Abschied nehmen, fällt keiner der 18 Missen leicht. Eigentlich sehr traurig, weil es jetzt zu Ende ist. Also wir haben die Tage sehr viel Spaß gemacht und wir haben uns alle befreundet, also die Missen. Und ja, echt schade eigentlich. Seid ihr alle Freundinnen geworden und am 3. Juli seid ihr dann wieder Konkurrentinnen? Ja, wir haben generell gedacht, dass wir auch beim Missencamp ein bisschen Konkurrentinnen sein werden, aber dass wir uns alle so gut verstehen, hätte ich mir nicht gedacht und ich glaube auch, dass bei der Miss Austria-Wahl auch so sein wird. Ja, ein bisschen Wehmut ist schon da, weil wir doch schon sehr zusammengewachsen sind. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass ich richtige Freundschaften geschlossen habe. Ja, es ist irgendwie schon schade, dass es jetzt vorbei ist, weil in so wenigen Tagen eigentlich haben wir so viel erlebt und es war wirklich eine schöne Zeit und deswegen ist es jetzt schade, dass es zu Ende geht. Aber ja, wir sehen uns ja am 3. Juli zur Miss Austria-Wahl alle wieder. Liebe Missen, wir wünschen euch allen viel Erfolg für die Miss Austria-Wahl 2014. Am 3. Juli entscheidet sich dann, wer Österreichs Schönste sein soll. Aber in Wahrheit habt ihr doch alle schon gewonnen. An Grazie, Eleganz, Witz und an Lebensfreude. Schön war's mit euch Mädels. Eben echt Miss Austria. Danke.